Hallo, willkommen in der Produktbewertung. In diesem Video werfen wir einen Blick auf die 5 die besten Deckenventilatoren-Tests. Ich habe diese Liste basierend auf meinen persönlichen Recherchen und Meinungen erstellt und versucht, sie anhand ihrer Qualität, ihres Preises, ihrer Haltbarkeit und mehr aufzulisten. Wenn Sie den Preis sehen und mehr über diese Produkte erfahren möchten, können Sie den Link unten in der Beschreibung unten überprüfen. Auf Platz 5 haben wir die Beal-Ventilator. Der Beal VT145.DNC1384 ist laut Hersteller ein mobiler Deckenventilator. Es kommt in einem weiß-grauen Muster mit einem Durchmesser von 40 cm. Es wird angenommen, dass es ungefähr 4 Watt Strom verbraucht. Der Ein-Schrägstrich-Ausschalter des Geräts ist im Anschluss Gabel integriert. Der Hersteller verspricht ein Modell, das sowohl leise als auch energieeffizient ist. Wenn Sie das Gerät verreisen oder lagern möchten, entfernen Sie die Flügel einfach gemäß den Anweisungen des Herstellers mit wenigen Handgriffen. Dadurch misst der Rucksack 7,5 bis 17,5 cm. Zudem soll das geringe Gewicht von 264 Gramm den Transport erleichtern. Umzug auf Nummer 4 haben wir die Westinghouse Lighting. Der Deckenventilator Nevada 7.826.440 vom Westinghouse Lighting verfügt über ein eisenfarbenes Gehäuse, einen Wechselstrommotor aus kaltgewalztem Stahl und 5 auswechselbare Flügel. Zur Herstellung der Flügel wird MDF oder mitteldichte Holzfaser verwendet. Die Flügel sind auf der einen Seite in Kirsche und auf der anderen in Nussbaum gestaltet. Dieses Modell sollte laut Herstellern nur in Räumen verwendet werden, die nicht größer als 20 Quadratmeter sind. Die Luftzirkulation beträgt 129 Kubikmeter pro Minute und der Durchmesser beträgt 105 cm. Der Dezibelpegel beträgt 50 und das Gewicht 5,1 Kilo. Der Stromverbrauch beträgt 16,5 Kilowattstunden pro Jahr. Ein Sommer- und Winterschalter ist auch beim Nevada Deckenventilator enthalten. Dank ihm können Sie das Gerät zu jeder Jahreszeit verwenden. Auf Platz 3 haben wir die Westinghouse Lighting. Der Westinghouse Lighting Jet Plus 7.229.040 Deckenventilator hat einen Durchmesser von 105 cm und eine Umweltleistung von 118 Kubikmeter pro Minute. Es wiegt 5,2 Kilogramm und verbraucht 16,61 Kilowattstunden pro Jahr. Am besten funktioniert das Gerät nach Angaben des Unternehmens in Räumen mit einer Größe von bis zu 15 Quadratmetern. Es kommt mit einem Gehäuse aus gebürstetem Nickel und einem Wechselstrommotor aus kaltgewalztem Stahl. Der Sommer- und Winterschalter ist eine weitere Funktion des Deckenventilators. Es kann verwendet werden, um die Drehung vorwärts oder rückwärts einzustellen. Wenn Sie den Vorwärtslauf wählen, entsteht ein Luftstrom, der bei heißem Wetter erfrischend sein kann. Umzug auf Nummer 2 haben wir die 122 cm Deckenventilator. Der Deckenventilator Industrial 7.826.340 vom Westinghouse Lighting kann laut Hersteller an Innenräumen bis zu 20 Quadratmetern eingesetzt werden. Dadurch eignet es sich hervorragend für hohe Räume, Werkstätten, zweistöckige Eingangsbereiche und Lofts. Das Modell hat einen Durchmesser von 122 cm, eine Luftstromkapazität von 158 Kubikmetern pro Minute und eine Rotationsgeschwindigkeit von bis zu 260 Umdrehungen pro Minute. Der Dezibelpegel beträgt 57. Es gibt einen Zugschalter, 3 Geschwindigkeitsstufen und einen Sommer-Winterschalter am Deckenventilator. Sie können das Gadget entweder mit einer Fernbedienung oder einem Wandschalter nachrüsten. Der Hersteller garantiert Ihnen aufgrund der C&GS-Kennzeichnung ein sicheres Modell. Es wird auch empfohlen, den Ventilator in einer Höhe von mindestens 3 Metern über dem Boden aufzustellen. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die 132 cm Deckenventilator. Ein Deckenventilator mit 5 Flügeln ist im Lieferumfang des Bandan 7.255.740 vom Westinghouse Lighting enthalten. Die Flügel sind in der Farbe Weng gestaltet und bestehen aus mehrschichtigem Sperrholz. Das Modell verfügt außerdem über ein satiniertes Chromgehäuse und 3 Geschwindigkeitsstufen. Das Gerät rotiert mit einer maximalen Geschwindigkeit von 175 Umdrehungen pro Minute. Westinghouse Lighting bietet einen Deckenventilator mit einem Durchmesser von 132 cm und eine Umweltleistung von 159 Kubikmetern pro Minute an. Das Modell wiegt 7,6 Kilogramm und hat eine Lautstärke von 50 Dezibel. Pro Jahr verbraucht das Gerät 18,64 Kilowattstunden.
Deckenventilatoren sollten nach Herstellerempfehlungen in Räumen von 25 bis 30 Quadratmetern verwendet werden. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden, haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video. Bitte mag dieses Video teilen und vergessen Sie nicht, unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.